Ich bin christlich. Aus Überzeugung oder aus Elternzwang? Aus Elternzwang. Deine Brust hat meinen Arm berührt. Schon wieder. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Und damit öffnen wir alle gemeinsam die Hose, glücklich und zufrieden zum Nostera Feedback Nummer 2. Wir brauchen wieder einige Minuten, bis es ordentlich flutscht und vielleicht sollten wir in zukünftigen Videos nicht mehr essen. Trotz dessen ist wieder die ein oder andere interessante Diskussionsrunde entstanden. Viel Spaß also beim Hören oder Schauen. Penis. Dran. Ja, an Moderation. Ja, ich mache keine Anmoderation. So. Jetzt herzlich willkommen beim Nostera Feedback Folge 2. Heute mit weiblicher Verstärkung in Form von... Deiner Mutter. Ja, das war ja Absicht. Du erzählst es jetzt. Wer bist du? Da Anna ja heute nicht da ist und in den Kommentaren verlangt wurde nach weiblicher Verstärkung, den Kommentar blende ich mal schön ein, der war sehr höflich formuliert. Ja, hier. Ja, ich bin die Maggie und ich vertrete heute die Anna. Und Daniel. Der ja sowieso, und Daniel. Der also, sowieso weiblich ist. Genau. Jo. Und eigentlich ist das ziemlich scheiße, dass ich jetzt hier anfange, eine Frage vorzulesen, da ich noch gar nicht gegessen habe. Aber egal, ich weiß schon, was die erste Frage ist und die heißt, wie geht's? So wird das hier gemacht. Das dauert immer ein paar Minuten, dann flutscht das und vielleicht, wenn dann der Döner weg ist. Wie geht es euch? Von Action Movies by Milka, das klingt doch nach einem guten Namen. Wir sind übrigens gerade hier in unserem Lieblingsdönerladen. Jeden Tag ein bisschen besser. Und zwar Hunsur in Weimar. Alter Döner kaufen. Jo. Und wir dachten, wir bringen mal einen Tapetenwechsel rein. Ach ja, sehr gut. Für die machen wir auch gerne Schleichwerbung. Total schleichig. Also, uns geht es gut, wir essen Döner, alles ist schön. Knabberkeks 300 ist wieder am Start mit einer Frage und zwar, wie lange kennt ihr euch schon? Macht weiter so. Ja. Naja, jetzt erzähl mal kurz, Meister, kann ich mich auch mal abbeißen. Also Maggi, also ich sage jetzt mal meine Verhältnisse. Maggi kann in der 7. In der 6. sogar schon. Wir sind jetzt 12. Der 6. Also 6 Jahre Maggi in meiner Schule auch, Waldorf. Und Robin ist mein Cousin, also den kenne ich auch schon. 6 Jahre. Maggie, das klingt nach Werbung. Ja, das klingt toll. Alles die Werbung. Er sagt immer Maggie, du sagst immer Maggie. Okay, Maggie ist Kalle erst seit 2 Jahren durch das Film, wo ich jetzt dazu kam. Und du? Ich kenne ihn ganz lange schon. Weil mein Cousin Cousin ist. Cousin. Und den Kalle kenne ich seit der 7. Klasse. Da waren wir in einem Capoeira-Projektwochen-Dings-Scheiß. Und da hat Kalle dann gesungen. Und zwar... Mein Day, irgend sowas. Kalle hat gesungen, dazu wurde hier so Bongo-Musik gemacht. Also ich hab dann haben wir Capoeira geschafft. Von Frau Winkler, ja, deiner Frau W., die beim letzten Mal so Grüß war, die ist zu mir gekommen, hat gesagt... Stefan, kannst richtig gut singen. Da war ich noch so ein Stöpsel, da war ich noch nicht mal im Stimmbruch, glaube ich, Alter. Ja. Was ich immer lustig finde, Robin, immer wenn Robin davon erzählt ist, ich habe da zu dem Zeitpunkt, 14 war ich da oder so, habe ich mal so eine Hausparty geschmissen, wo mein Vater nicht da war, wo es richtig Terror gab, Alter. Und Robin kam da immer zu mir, ach, das war damals die Party, von der alle geredet haben, so, Alter. Weil da sind auch irgendwelche Gartenmöbel bei uns im Tümpel gelandet und Brote beim Nachbarn und keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich abfuck. Und da Kalle so begeistert von meinen Skate-Skills war, haben wir uns dann zum Skaten verabredet, uns ein bisschen angefasst, ein bisschen intim geworden und sind uns näher gekommen. Kalle hat immer ein Impossible versucht. Hat nie geschafft. Sollte nicht. Impossible, das heißt unmöglich für die Nichtwissenden. Ist ein Trick, der nicht gerade leicht ist. Jo. Und dann ging es scharf. Spätestens ab 2009 oder so, als dann die erste Kamera gekauft wurde, haben wir dann... Ne, vorher haben wir ja noch Carsurfing gefilmt. Was dann gesperrt wurde von YouTube übrigens. Könnt ihr aber auf Nostera Fakt noch anschauen. Ja. Jo,
Ihn hier kenne ich, wie gesagt, seit seiner Geburt. Der war ein ziemlich fettes, kleines, dunkles Kind. Erst dünn, dann fett, dann wieder dünn, dann wieder fett und jetzt wieder dünn. Und ja. So. Action-Movies bei Milka. Maggie liest gleich mal vor mit ihrer zarten Stimme, keine Sorge. Fragt noch weiterhin, macht ihr mal ein Fan-Treffen? Und das finde ich persönlich etwas sehr früh. Außerdem, also hier in Weimar würde ich sowas auch nicht machen wollen, weil ich persönlich finde das gut, hier sehr unbekannt zu sein. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber Fan-Treffen an sich aber diesen ganzen Fan-Kult finden wir nicht, also ich weiß nicht. Ich finde den geil. Ich auch. Ja, finde den nicht geil. Aber, also ich kann mit sowas nicht umgehen, wenn es heißt, ey, kannst du mal ein Autogramm schreiben oder so ein Scheiß, also. Also, ja, aber Fotos machst du schon gerne. Ja, was mich eher interessieren würde, wann gehen wir mal wieder zu einem Fantreffen hin? Weil Video Day fällt ja jetzt, glaube ich, flach. Schön, dass dich das interessiert hätte. Ja, das Ding ist halt, dass ich habe auch Leute, zu denen ich aufsehe, so, und da bin ich genauso Fan. Also wenn ich so, keine Ahnung, wenn Remy auf einmal vor mir stehen würde, würde ich auch nicht sagen, ey, peace out, Nigga, sondern würde ich auch hingehen und sagen, Alter, komm, wir machen mal ein Foto zusammen oder so. Monsieur. Deswegen, ja klar, das ist ja die Seite, die finde ich ja cool. Ich sage ja nur, die andere Seite so, dass jemand sagt, hey, ich finde dich cool. Damit kann ich halt nicht so umgehen, weil ich das so, weißt du? Aber zu Fantreffen hingehen ist noch nicht. Ich verurteile das ja nicht, dass jemand sagt, ich finde irgendeine Person cool oder so. Ja, also Fantreffen ist natürlich, wie gesagt, wenn man wirklich richtig famous war, wo wir jetzt noch echt richtig weit von entfernt sind, dann... Außerdem... Ja. Haben wir halt coolerweise Fans in der ganzen Welt. Ja. Und das wird echt schwer, dich zu einem Fantreffen zu bewegen, alle zusammen. Hm. Ah, jetzt wird's interessant. MC Herodes. Und ist der in der Mitte auf die Waldorfschule gegangen? Oder noch mehr wegen Namentanzen? Das kann ich auch. Ich gehe auch auf eine Waldorfschule. Wer schreibt das? Na, dir selber. Action-Movies bei Milka immer noch. Hallo Action-Movies bei Milka, ja. Ich bin auf der Waldorfschule, ich kann auch mit Maggie und ich kann auch, yeah. Ich könnte eigentlich mal das Video hochladen, das Rhythmie-Video. Wir haben schon die Zeugplatz-Aufführung gemacht, das ganze Video, das könnte ich mal hochladen. Vielleicht kannst du Robin dann auch verlinken. Auf unserem tollen Trash-Kanal noch Sarah Furz. Ja, dann kannst du dir das mal angucken. Ausschließlich. Nee, das kommt auf meinen Kanal, du Assi. Okay. Ja, rotes Arm noch. Ein bisschen Werbung. Jo. Also Waldorfschule, findet ihr das toll? Ich glaube, du findest Waldorfschule toll, eher nicht so. Oder? Nicht mehr. Findest du Waldorfschule gucken? Also wer... Ja, so bis zu einem wenn jemand, gewissen Mal. Ja, bis zu einem gewissen, so ein gewissen Alter. Also viel Anthroposophie. Wenn jemand irgendwie nicht mehr als Hauptschule machen will, dann ist Waldorfschule schon angenehm. Aber wenn man wirklich einen ordentlichen Abschluss machen will, hat man es da sinnlos dumm. Ein Jahr mehr. Erst das und zweitens viel mehr sinnlose Dummscheiße. Okay. Also für die, die vielleicht auch Realschule ist auch angenehm, aber so richtig ordentlichen Abschluss würde ich, glaube, erstmal gucken. Ich finde es aber nur lustig, sich über die Stereotypen lustig zu machen. Ne? Das kommt eh immer gut. Ja. Von Bob Fischking kann Ana sich mal sexy zeigen. Das haben wir ja schon in Ask Episode 2 abgehakt. Nein, da hat sie was versaut. Aber Maggie ist halt unsere Anna. Gut, dann musst du dich jetzt mal sexy zeigen. Energie. Komm, irgend so ein Duckface-Posungsgedöns oder so. Muss mir noch was Gutes überlegen. Ausziehen oder sowas. Okay, wir kommen da gleich drauf zurück. Ich glaube nicht. Oh, wer das liest, haut sich sofort ins Gesicht, so Facepalm-like. Du hast es gar nicht gelesen. Ja. Aber du kannst mal weiterlesen. Du kannst es nämlich ganz bequem nach oben scrollen. Alle grünen Fragen. Arnus-Inspektion, der war beim letzten Mal schon am Start, ne? Alter, ich komme mit deinem Handy absolut nicht klar. Robin ist der einzige Mensch auf der Welt, der kein Smartphone hat, Alter. Das ist voll smart, mein Phone. So, Analinspektion. Oh, voll kacke. Ich habe gleich noch Sportunterricht und jetzt kann ich das Video nicht mehr sehen. Ja, hast du ja hoffentlich noch angeguckt, du Spaß. Das nächste finde ich gut. Kommentar entfernt. Schreibt Autor entfernt. Mhm. Ja, Mann, was haben die eingekreist für eine Bedeutung und die nicht eingekreist? Das sind die Deutschen. Ja, die aber Grünen alle vorlesen, die sind relevant. Aber die Unrelevanten auch, zum Beispiel von Bagelballer, Alter. Wenn ihr nach München kommt, dann hier cool und so. Ja, naja, das was will man dazu Hallo, sagen? Ja, und, wär cool. Aber das Zweite, da kannst du vielleicht was sagen. Schamhaare. Ja.
Coole Geschichte. Cooler Mann. In der siebten Klasse habe ich mal, Daniel, der ist jetzt leider nicht da, meine Schamhaare auf den Tisch gelegt. Im Matheunterricht war das. Die hast du dir im Matheunterricht entfernt? Ja, ich habe dich. Es war sehr lustig. Ich habe nämlich Daniel gefragt, hey, hast du meine Schere? Eine Minute später hat er meinen Haarbüschel und, seine Schere wiederbekommen. Das war lustig. Hat für viele Lacher gesorgt im Unterricht. Oh Gott. Ja, vor allem bei der Lehrerin. Ja. Wie kommt man auf solche Ideen? Otzi Schotzi. Keine Ahnung. Ey, ist das hier... Achso, er hat quasi auf sich selber geantwortet. Sehr smart. Robins Frage bei 1:05 zu beantworten. Das ist, glaube ich, das mit Zelda Sumuncho, ja, genau. Dass du mich an Zelda Sumuncho erinnerst, hat nicht direkt was mit deinen für manche provokanten dein Handy ist absolut scheiße Hater-Videos zu tun. Aber er bezeichnet es als Hate-Videos. Finde ich sehr gut auf jeden Fall. Sondern eher wegen dem Sprachgebrauch. Damit ich meine ganze Rhetorik mit Fäkalwörtern und ähnlichem. Deshalb schrieb ich auch Rosettenrhetorik. Und außerdem... Ja, das habe ich ja nicht vorgelesen. Außerdem seid ihr auf den ersten Blick mit euren Videos genauso stumpfsinnig wie Serdas zum Mundschuh. Das würde ich nicht unterschreiben. Nee, wie Serdas Hate-Night-Videos. Also ich finde, es gibt auf YouTube andere, hallo, die ähnliches machen wie wir. Alter, dein Handy ist echt abfuck, ohne Spaß, ey. Du musst es einfach nur mehr scrollen. Und... irgendwas mit Intelligenz, ey, es tut mir echt leid, Otzi Schotzi und Scheiße, das ist hier so ein Abfuck, ey. Der Kommentar ist ja eh eingeblendet. Lobenswerte Charakter, ja, genau. Okay. Ich lese den dann nochmal, wenn ich dann das Video mir angucke. Ja. Ja, erzähl mal, Alter. Also ich bin da auch genau derselben Meinung. Es sind eigentlich auch nicht mehr unsere Videos, sind mehr so Robin seine Videos, Alter. Die halt. Nein, aber er hat ja gesagt, unsere Videos, also auf dem Hauptkanal, wirken auf den ersten auch sehr stumpf. Und da würde ich schon ein bisschen widersprechen. Also es gibt, was ich sagen wollte, auf YouTube ähnliche Sachen, die aber auf den ersten Blick auch viel stumpfer wirken, wie einfach nur provokant sind und nicht irgendwie noch einen tieferen Sinn dahinter haben oder so. Also nicht mal irgendwie einen Charakter ins Real Life übertragen, wie wir das machen. Sondern einfach nur, ich will jetzt keine Namen nennen, deswegen springt zur nächsten Frage. 13, Remark, 37. Oh, ihr wollt dieses Format wirklich... An Alphabet. Ihr wollt dieses Format wirklich durchziehen, finde ich, wie schon gesagt, gut. Das war übrigens der einzige Teil, der kein... Ey, das ist richtig abfallend, dass kein Schwachsinn war. Das war übrigens der einzige Teil, der kein Schwachsinn war. Wurde dir schon mal von jemandem reingelegt, der euch erkannt hat? Gibt es auch Ideen, bei denen ihr sagt, nein, das können wir doch nicht machen? Hier, Duschbaggy hat man letztens erst. Ich habe letztens gesagt, wir können hier nicht, ja, also ich würde prinzipiell das auch lustig finden, sowas mit dem muslimischen Glauben und allen Klischees drumherum zu machen, aber das ist dann schon echt grenzwertig. Sowohl die Sache an sich als auch die Reaktion der Leute, das könnte auch sehr krass ausarten, deswegen. Ja, weil die Leute halt oft nicht raffen, was Humor ist, ne? Das ist halt echt das Dumme. Na, und weil die Leute so heftig Panik schieben einfach. Ja. Die sind da so negativ geil. Ich frage mich, was du hast hier, das Handy ist übelst geil. Ja, Alter, wenn ich das immer hin und her schiebe, dann eben. Verpixelt sich immer alles. Wie bin ich auf die Interessante? Warte, ich will noch das mit den... Achso, da, davor hat er eine Kamera oder irgendwas, Alter. Dann sprichst du lange. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas. Vor dem gibt es Sachen, die ihr nicht macht, Alter. Schön, dass wir das durchziehen. Das Format finde ich auch schön. Eigentlich wollten wir ja heute wieder alle fünf hier am Start sein. Jetzt fehlen wieder zwei, deswegen ist es ein bisschen schade. Aber deswegen machen wir das heute gerade eigentlich. Weil wir dachten, heute könnten wir nochmal alle fünf zusammenkommen. Nun ja. Also, wie bin ich auf die interessante Frisur gekommen? Keine Ahnung, hat sich so ergeben. Am Anfang hatte ich ja nur so ein dünn Iro irgendwie in der siebten oder achten Klasse. Und das fand ich dann irgendwann doof und jetzt so. Und jetzt bin ich so gewohnt, dass ich das nicht mehr ändere. Ich schneide mir auch die Haare selber. Kurz zusammengefasste Information. Sieht toll aus, gell? Sag nur was. Total toll. Und wann gibt es Nosferatu-Shirts zu kaufen? Ich wollte schon immer meins haben. Ja. Ja, da sind wir dran. Mehr oder weniger. Also... Ich weiß nicht, also hier in Weimar fragen schon ein paar Leute, aber... Ja, ich
Mal schauen, ne? Krieg ich jetzt kostenlos. Wie kommt ihr auf eure Ideen für neue Videos? Auf YouTube gibt's ja schon viel so Zeug. Das stimmt. Dildo slap mich hart, bla bla bla. Das ist nicht mehr relevant. Wir haben den dabei, Alter. Dildo slap. Den haben wir tatsächlich dabei. Das ist scheiße, Alter. Ja, wie kommen wir auf solche Ideen, Alter? Drogen. Nee, also es ist schon viel spontan dabei. Du darfst ihn jetzt Dildo slappen. Also mich, Alter, Dinner. Weil du der Einzige bist, der noch nicht richtig wach ist. Das ist okay, ich habe voll früh gearbeitet. Oh, ja. Gearbeitet. Möchtest du nicht mehr halten? Nein. Ja, es gibt kein Geheimnis, hinter den Ideen, die sind halt einfach... sind halt kreative Geister. Mhm. Waldorfschule und so. Ja, ich mach die großen Ideen. Bei den Videospielen und so, dann schauen wir einfach, was in dem Spiel vorkommt oder was bekannt ist für einen Charakter wie bei Son Goku und dann übertragen wir das einfach ins echte Leben. Oder was kann man ins Lächerliche ziehen, was halt total lustig wäre oder so. Ja. Und der Rest ist halt spontan, wie jetzt zum Beispiel beim Kellner-Video, das habe ich mir heute nochmal angeschaut, den neuen Waiter. Du bist fasziniert von dem Ding, oder? Ja, da waren sehr viele Sprachkarten. Denkst du jetzt neue Welt? Ach so, das ist doch was schön. Hier kann Kalle jetzt mal reden, während ich endlich fertig esse, damit hier mal irgendwie und so. Und warum klugscheißert Kalle immer bei seinen Antworten rum? Keine Ahnung. Wieso klugscheißert, Alter? Ey, wenn es euch nicht interessiert, dann überspringt die nächsten 5 Minuten, weil jetzt halte ich erstmal eine Hassrede gegen. Wer war das denn überhaupt, Alter? King Kong Kalle. Geiler Typ, Alter. Ja, King Kong Kalle, Alter. Wir regeln das mal in einem 1-1er. 1-1er. Schiffe versenken oder so. Keine Ahnung, was heißt Klugscheißer, Alter? Also. Ich hab dich lieb. Takt der Musik. Spaß. Ja, hier findest du eher Klugscheißer. Ich? Hm. Heute nicht. Heute nicht. Heute mal nicht, okay. Dann hast du einfach nicht recht, King Kong Kalle. Tut mir leid. Er hat dich übrigens mit C geschrieben, hat aber gesagt, ihr seid Namensvettern. Ah, okay. Eigentlich fühlt er sich. Obwohl er gar nicht wirklich Kalle heißt, ne? Ja, das weiß ich. Okay. In before ist gleich in before. Sozusagen, dass ihr einer bla 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 bla. Ja, das hat irgendjemand anderes vorgelesen. Also ich hätte das gewusst. Aber. Ja, bin aufgrund von eurem Humor ausgegangen, dass ihr 4chan kennt. Also 4chan kenne ich, aber daher kenne ich das nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ne? Den fand ich sehr schön. Also er klingt nach einer Kritik. Aber ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, weil am Ende steht dann wieder, wie toll wir sind. Kommt doch mal nach Nein. Macht doch mal was ja. Mit Nein. Macht mein Album so wie früher nächste Woche Nein. Bester Channel nach Giga und Robin Osarafu. Aber du weißt aber, was der erste Part bedeutet so. Naja, das bedeutet, dass wir das letzte Video gesagt wurde, mach doch mal, und wir haben dazu aus irgendeinem Grund Nein gesagt. Nein. Nein? Ich habe gesagt, ihr sollt euch mal von Trailer Park Erkenschwick anhören, und das ist nämlich genau die Hook dazu, Alter. Siehst du? Und ich habe auch gesehen, Alter, das war Top-Comment, Alter. Also, fesche Sache. Ja, das ist, also, es behandelt halt echt so dieses Fan-Ding, ja, mach doch mal das und, weiß nicht, das ist halt, hat er doch mit zum Beispiel diese Frage mit diesem Fantreffen zu tun. Die ganz oben. Das ist dann halt auch heißt so, ja, kommt doch mal hierher und kommt mal nach München und was weiß ich und macht das und macht hier und so. So. Jetzt klugscheißt er mal. Der Klugscheiß hat gerade wieder, stimmt. Ganz normal geredet, was soll denn das jetzt? Entschuldigung, ich habe nicht richtig zugehört. Lustig, smiley. Wie wär's im nächsten Video mit der Cinnamon Challenge? Die haben wir schon gemacht. In Pink Battle Folge irgendwas. Heißt sogar Pink Battle Cinnamon Challenge. Ja? Ich glaube schon, ja. Oh, hier schreibt noch einer. Mega, Raff, irgendwas. Trailer Park, Herz. Das kannst du noch mal kurz erzählen, wie toll und so. That's how you do a double headjob. Blowjob. Was? Trailer Park ist cool, ja. Ich war auf der Release Party, das war richtig geil mit so fetten Noten auf der Bühne. Die sich da Baseballschläger unten reingeschoben haben. Das war richtig, richtig. Also, das hab ich noch nie gesehen vorher. Jetzt Glückscheiße. Und jetzt? Ja. Wo jetzt? Ganz oben, die unterste oder die obere? Bonner, ja, mittel. Boller.
Und Kalle? Ja. Bitte sah meinen Namen erotisch bisschen homo. Ja, Boller Gaming, sag das mal erotisch bisschen homo. Ja, da steckt da schon gay drin, Alter. Boller Gaming. Ich weiß genau, warum der das will, Mann. Weil er mich liebt. Hey Sexy Boys, habt ihr mal eine Frage? Wie kam eigentlich die nette Anna zu euch? Denn ihr seid ja schon taken by a stranger. Schönen Gruß. Das kannst du ja mal kurz irgendwie erklären. Anna, na, irgendwie hatten die sich übelst lieb schon als Fenster und dann hatten ganz lange nicht mehr voneinander gehört, weil die Eltern Streit hatten und dann kamst du mal zu ihr mit Tina und dann hat's wohl gefunkt. Mit Kalle. Hä, aber wieso Kalle kamst du zu ihr? Weil die mal Alligalli Drecksau-Party machen wollte. Ja. Bei Anna an der Bude. Die haben immer übelst viel gefeiert. Das war richtig geil, Alter. Und hab ich auch immer mitgeschleift. Klar. Keine Ahnung, ich weiß es halt auch nicht mehr, weil ich immer besoffen war. Super. Jedenfalls irgendwann haben die dann die Wand angemalt und dann waren die zusammen. Romantisch. Das ist voll romantisch. Wir kennen uns nämlich seit über... Scheiße, das sind 21 Jahre. Scheiße. Ostern 2013 kennen wir uns, seitdem kennen wir uns 21 Jahre. Ich muss mal fett auskauen. Lückenfüller Penis, Lückenfüller Penis, Lückenfüller Penis. Penis, Penis, Lückenfüller Penis, du sagst deine Filme am Fernsehen und so. Übelster Klassiker. Ach, der Sender RTL hat das ebenso. Genau. Jo. Kannten uns halt früher auch ihn hier so und sind immer zusammen an die Ostsee gefahren, unsere beiden Familien und so. Ja, und dann gab es halt irgendwann Krach. Dann gab es Krach, Puff, Peng. Und dann 12 Jahre gar nichts, Funkstille komplett. Ja, da. Und dann sind wir über eine Freundin, die jetzt in Griechenland ist, was ich im letzten Video kurz erwähnt habe im englischen Part. Irgendwie wieder zusammengekommen und dann, ja, dann ging's, dann ist es übrigens eskaliert und dann kam es zu Ausschreitungen und dann. Sind ganz schnell. Sind wir jetzt zusammen seit über 25 Monaten. An dieser Stelle grüße ich im Namen von Anna nochmal Fresh. Die bereut es sehr, nicht hier sein zu können. Hat sie mir am Telefon gesagt vorher. Ja. Ja. Jo. Dann kurbeln wir mal hier den Zweck nach oben. Bitte, und bitte. Ballern hier mal raus von Pfiffio. Hier. Eine Frage an mich. Ich wollte schon immer mal ein Video von euch, wie ihr uns zeigt, wie ihr die Pranks dreht. Die Pranks. Ich sage aber nicht so gerne Pranks oder. Eigentlich finde ich, es gibt kein richtiges Wort für das, was wir tun. Außer halt irgendwas ins Real Life zu übertragen. Sitzt ihr euch da in einen Busch? Oder was macht ihr da alles? Ihr müsst wissen, dass ich ein ziemlich abgefahrener Mensch bin und selbst solche Videos plane. Also ich bin ja in letzter Zeit häufiger der Kameramann. Sitzt du da oft im Busch? Ich glaube, das wäre für Robin Hood, da saß ich in dem Busch, Alter. Ich glaube, ja, Kameramann, also ein Typ, der im Busch sitzt, da guckt man doch eher mal, ob der eine Kamera in der Hand hat, als ob der unauffällig in der Menge steht und auf seine Hände guckt, wo die Kamera drin ist. Ja. Also ich stelle mich einfach nur gegen den Laternenpfahl gelehnt. Aber wir können eigentlich mal ein Video machen, wo jemand von Weitem mich filmt. Ja, können wir vielleicht. Irgendwann. Ja, er sagt nämlich, er fände das total toll, weil er morgen Geburtstag hat, was aber 4 Tage her ist. Also alles Gute nachträglich, tut mir leid, hab ich das jetzt gelesen. Schönen Abend, Fifu. Ja, und das wäre ein Geburtstagsgeschenk an ihn. Ja, haben wir leider verpasst, Pech gehabt. Haha. Nee, ja, vielleicht kann man sowas nochmal machen, aber es ist wirklich nicht so spektakulär. Aber mich würde auch immer übelst interessiert. Ich hab die Videos schon verfolgt, wo ich noch nicht dabei war. Man stellt sich das immer ein bisschen spannender vor, als es letztendlich ist. Also es hat auch viel mit Warten zu tun zum Beispiel und auf Gelegenheiten aus Sinnlos rumlaufen. Sinnlos rumlaufen auch ein bisschen. Jo. Aber bei Robin Hood saß im Busch und hat mich geiler gesehen. Das weiß das ich Das stimmt, aber das war auch ein richtig guter Busch. Das war ein geiler Busch. Das war für die Sache mit dem Geld aufheben. Ja. Der Clip kommt ganz am Ende von dem Video, falls ihr das euch nochmal anschauen wollt. So, dann noch eine Frage an mich, aber das können wir ja... Ach nee. Können wir nicht alle beantworten. Maratonias. Haben meine Eltern was dagegen, dass ich kein Fleisch esse? Die hassen ja, oder? Die haben dich irgendwie doch enterbt und so, Alter. Die haben mich enterbt, die haben mir in die Eier getreten, die haben mich gefoltert, gefährt und getedert. Du bist nicht mehr mein Sohn, mein Sohn ist tot. Nee, dagegen haben die nichts. Ich höre natürlich andauernd irgendwelche Sprüche, besonders von meinen Großeltern. Oh, kannst mal ein fettes Eisbein essen, und solche Sprüche dann den ganzen Tag. Aber die fehlen allgemein. Noch, die fehlen noch dann die ganzen wichtigen Stoffe. Die nur Fleisch. Ja, das steht da. Wusstest du, dass das da steht?
Echt, Jester? Und was antwortest du darauf, wenn dir jemand sagt, dass dir doch wichtige Stoffe in der Nahrung fehlen? Geil. Da antworte ich, es geht mir soweit gut. Ich merke nicht, dass mir irgendwas fehlt. Das kommt im Alter. Das kommt im Alter. Im Alter wird es dir schlecht gehen. Ich werde sehen. Es ist alles nur Spaß. Dann ein Kommentar von Gurmelhorst. Passenderweise ist er nämlich derjenige, mit dem ich das Gurmelkostüm entworfen habe, wenn man so möchte. Es ist nämlich Sami. Rock'n'Roll, Altar. Hallo Sami. Ah, ist das geil, das ranzige Geodreieck. Ich dachte mir nur noch, oh nee, der holt doch jetzt nicht ein Lineal raus. Ja, sowas habe ich nämlich in meiner Schullaufbahn besessen und misst danach. Und dann habe ich mich erinnert, dass er nur ein Geodreieck hatte, auf dem man keine Zahlen mehr lesen konnte und eine Ecke abgebrochen war. Und Robin es auch somit nicht auf die Ecke als Kreisel, auf die Ecke stehend als Kreisel missbrauchen konnte. Ah, ist das geil. Der war irgendwie krank oder todmüde und hat sich aber trotzdem das ganze Video gepresst, weil er voll dadurch in alten Erinnerungen geschwelgt hat und so. Ich plane ja schon länger mal, dass er endlich mal wieder, der ist in Rumänien gerade und er ist schwarz. Und mit dem wollte ich eigentlich schon immer mal ein Hitler-Video machen. ja, mal gucken, vielleicht wird das noch was. Komm nach Weimar, Junge. Oder Umgebung. So, willst du mal wieder was vorlesen? Nee, bitte, du kannst nicht. Ach, da laber ich aber so viel. Dein Handy ist scheiße, Alter. Echt, ja? Wir haben nicht mehr so viel Deutsch. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Echt, ja? Ja, nee. So, SlayDCH. Habt ihr beim Drehen, in Klammern, Gänsefüßchen eurer Videos, schon Unfälle produziert? Wenn ja, welche und welcher war der Schlimmste? Geiler Typ. Ich weiß auf jeden Fall, welcher der Schlimmste war, wenn du da runtergekracht bist bei Assassin's Creed. Ach so, Assassin's Creed, ja, der war recht heftig. Da haben wir echt monatelang noch die Ferse, es war nur eine, mir wehgetan. Lustigerweise bin ich ja auch in diesen Heuhaufen reingesprungen für das Video. Mit diesen Schmerzen, also es war ein Tag später, glaube ich. Du bist so daneben gelandet, dass du voll mit der Ferse aufgeklatscht bist. Ja, man sieht das im Video nicht, aber ich habe mich überdreht und genau wieder mit derselben Ferse auf den Boden geknallt. Hat übelst wehgetan und dann nach einer Minute war der Schmerz komplett weg. Trotzdem Like a Boss weitergelaufen. Like a Boss. Und vor allem der Haufen war ja wirklich so, der ist ja wirklich hier so hingesprungen. Wir haben für den Haufen 3 Stunden gesammelt. Das stimmt, das sieht man in dem Video leider auch nicht. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ja, aber was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass ich Schmerzen habe beim Weiterlaufen. Also man sieht ganz leicht, wie ich humple. Sonst, Alter, haben wir nicht viel. Eigentlich nicht. Ich habe dir das Brett vor den Kopf gehauen. Oh ja. Das war heftiger als... Ja, aber es war trotzdem ein Unfall. So, jetzt kannst du noch mal länger reden und Stellung beziehen. Komm, das kannst du. Kann er sogar vorlesen. Kann er sogar vorlesen, weil man den nicht hin und her schieben muss. Kalle kommt in diesem Video so bedrückt rüber. Ja. Trauriger ist mein. Du kommst bedrückt drüber. Warum kamst du denn bedrückt drüber? Willst du über deine Schauspielkarriere reden? Ich meine, jetzt ist es ja ein Sack und Tüten. Gerade heute hat er ja dafür gearbeitet. Ja, das Video gucken ja nicht so viele Leute, Alter. Deswegen. Ja. Aber, Alter, ich bin ja nicht bedrückt, weil ich Schauspielerei mache, Alter. Nein, dann erklär's nochmal, du warst aber deswegen bedrückt. Ach so, meinst du? Ja, da kam nämlich kurz vorher die SMS. Tatort Erfurt hat nämlich an die Tür geklopft. Für eine ganz, 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 ganz kleine Nebenrolle. Und, und dann hatte ich den ganzen Tag, ich habe diesen Nippon, kurz bevor wir losgefahren sind, habe ich den echt eingebläut, Alter, nehmt mein Handy mit, weil ich war unten, ja. So, und dann fahren wir los und auf halber Strecke ist mein Handy nicht da. Tja. So, und in der Zeit, Alter, habe ich halt 3 Anrufe gekriegt von der Produktionsleitung dort, dass ich hier so bitte zurückrufen soll. Und hier wegen der Tatortrolle. Und dann habe ich halt gedacht, es ist gelaufen, weil ich es halt erst abends um 12 gesehen habe oder so. Aber dann nach dem Video, nach dem Feedback-Video, habe ich dann fette Antwort gekriegt, dass es läuft und so. Und heute habe ich das gemacht und alles cool. Alles cool. Ist cool. Ist daran ans Mic gesnappt, hat seine 5 Lines gestoppt, seinen Cash kassiert. Jetzt kommt das Tor. Ich guck's. Was guckst du? Dann, wenn das dann kommt. Deswegen habe ich übrigens auch so, das ist eine abgefuckte Frisur, weil ich noch Wachs im Haaren habe. Ja, oder? Ja. Echt jetzt? Ja. Die sind da aber voll pingelig. Das ist ja voll schön. Das war früher schön. Also haben wir ihn einmal beim Dreh besucht. Und damals hatte er noch extrem viele Hautstörungen im Gesicht. Pickel und Vulkanebene und ähnliches. Krater. Ja, und da wurde er immer so zugekleistert. Da warst du in Hohenfelden oder was das war am See. Und da haben wir ihn gar nicht wiedererkannt. Der sah aus wie so eine Plastikpuppe.
Da haben sie gerade hier diese schönen rechte Freunde gedreht. Big Business. Da hat Heil Hitler gesagt. Das könnte ich ja eigentlich mal einblenden, oder? Das stört doch keinen. Heil Hitler! Ich kann es auch so sagen, einfach Heil Hitler. Nein, das war damals viel lustiger. Vor allem, wir sind hier im Dönerladen, ne, und hier sind die ganzen türkischen Kollegen am Start. Deswegen ist das gerade auch sehr lustig. Ja, eine ausführliche Antwort, das war doch schön. The Dark Tea 09, der ja fleißig kommentiert. Mich würde mal interessieren, wie viele ausländische Views-Abonnenten ihr habt. Da ihr eure Videos immer bilingual macht, wird das ja schon ein bedeutender Anteil sein, oder? 50-50, oder? Es ist ungefähr 50-50. Also ich glaube, es sind so 45% Deutsche mittlerweile. Oder 55, ich weiß es gerade gar nicht. Ich gucke daher auch nicht so oft nach. Auf jeden Fall, die Videos machen wir ja gar nicht bilingual. Wir sprechen ja eigentlich fast nur Deutsch. Und machen Untertitel. Außer Ask natürlich. Das wäre ein bisschen kacke, wenn die englische Fragen stellen und wir antworten in Deutsch. Und deswegen machen wir da so einen Wechsel, oder? Ja. Ich dachte, du machst Faxen-Interview. Ich hab's nicht erkannt. Das ist auch so ein bisschen dieses Remis-Konzept. Der hat halt auch irgendwann mal gesagt, für meine Videos braucht man kein Französisch, sondern sind halt die Actions, die man sehen muss. Und auf dem Hauptkanal ist das ja auch bei uns so. Also wir reden da ja extrem wenig, außer bei Ask. Aber das ist halt ein Frage-Antwort-Konzept und da muss man drüber reden. Ja. Und wenn ich demnächst, habe ich übelst Bock drauf, mal wieder Kellner mache. Ja. Da werde ich auch wieder viel labern, aber da wir jetzt besseren Ton haben und so. Aber das letzte Mal muss ich ja deutsche und englische Untertitel machen, weil die Soundqualität so mies war. Darunter hat es echt gelitten. Aber es war ansonsten richtig geil. Aber ich finde, da haben amerikanische YouTuber halt echt einen riesen Vorteil. Also beziehungsweise alle englischsprachigen YouTuber, weil die halt die Pranks einfach mit Leuten machen können auf der Straße. Das stimmt. Und halt fast, sag mal so, also auf jeden Fall die Hälfte der YouTube-Communities einfach versteht, so, weil wir halt so alle so englischmäßig erzogen sind. Aber wenn das halt in Deutschland mal hier spricht, halt, wenn du da so einen Knacker irgendwie anreden willst, der kann halt kein Englisch. Oder hier im Osten ist ja auch sehr verbreitet. Dass man, hallo. Wie wer doch Bildung legt. Hallo, willst du jetzt hier die Ossis schlecht machen? Ja, ich bin ja selber ein. Das liegt ja an der Verbreitung der Waldorfschule. Was? Das liegt an der Verbreitung der Waldorfschule. Ja, dein Englisch ist top. Ja. Ach ja, kriegt ja keine Englisch. Noten. Ich wollte jetzt fragen, was hast du für Noten? Tja. Einen grünen Baum. Er hat, sie hat einen grünen Baum. Das ist gut. Was ist außerdem aus euren Teilnahmen am Wettbewerb von KSI, KSI? Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ich schaue den gar nicht. Also das mit Welcome to Beast. Genau, Welcome to Beast. Ja, das haben wir leider nicht gewonnen. Aber es war im Endvideo letztendlich drin. Naja. Das sind, glaube ich, zweiter, dritter. Auf jeden Fall sowas. Der Typ hat dann was gesagt, der auch die nächstbesten. Also er hat den Gewinner gezeigt, hat dann gesagt, die nächstbesten Folgen. Und dann kamen wir gleich als zweite. So. Aber Wayne. Der erste war ganz cool, aber der zweite war ziemlich lame. Also, naja. Ach ja, werdet ihr das Champions League Finale gucken? Wenn ja, wem redet ihr den Sieg? Wem werdet ihr den Sieg wünschen? Also wünschen. Ich gar nicht. Ich schon. Nee, Fußball ist scheiße. Wünschen. Also ich finde es auf jeden Fall. Jetzt wirst du geteert. Nee, was habe ich vorhin gesagt? Gefährt ohne Scheiße. Ich finde es echt geil, dass nach diesem ganzen Scheiß immer, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt immer ein spanisches Finale haben, dass wir endlich mal echt ein deutsches Finale haben. Das finde ich echt cool, ohne Scheiß. Und dass auf jeden Fall eine deutsche Mannschaft wieder die Champions League gewinnt. Und, was ist denn Champions League? Ist das deutschlandweit? Nein, das ist quasi der größte europäische Cup von den ganzen Teams. Und was ist mit dem Europameisterschaftscup? Ist der nicht das ist ja von den Ländern. Weißt du? Ach so. Europameisterschaft ist mit den Ländern und das ist quasi von den Vereinen. Cool. Quasi die höchste Trophäe, die du als europäischer Verein kriegen kannst. Quasi. Auf jeden Fall finde ich das gut. Also und wünschen. Weiß nicht, also ich bin kein Fan von beiden Mannschaften, aber ich denke, dass Bayern das schon machen wird. Die sind einfach, in einer besseren Form. Und Dortmund hatte auch wenn die übelst stark gespielt haben, ein bisschen Dusel. So. Also, ja. Ja, da könnte ich jetzt noch ewig drüber philosophieren. Ja, ich glaube, Bayern gewinnt. Bayern gewinnt, ja. Ich glaube schon, ein stärker. Weiß ist nicht. Demnächst auf jeden Fall. Wir haben jetzt extra für Bayern irgendeine Hymne gemacht. Total lächerlich, aber. Ja. Mir ist das richtig. Habe ich das richtig mitgekriegt? Ich kriege ja nur über Facebook sowas mit. Ich schaue ja nur Fußball, wenn, das habe ich im englischen Part letztes Video gesagt, wenn WM oder EM ist und ich dann beim Public Viewing schön rumschreien kann. Ja, aber das ist spaßig. Feuerwerk und wichtiger Ball und es ist besonders unterhaltsam, wenn man den ganzen Hass der Leute auf sich zieht, wenn man in der ersten Minute sagt, spielt auf Zeit, Jungs.
Also, beziehungsweise man sagt es ja nicht, man holt es so laut, dass es der ganze Platz ist. Letzte EM, ja, holt Ballack rein, so. Ja, das Lustige ist halt, die Leute machen halt da, die präferieren so ein Gemeinschaftsgefühl dort. Ja, alle sind für Deutschland in so einem Riesenraum, wo, weiß nicht, hunderte Leute drin sitzen, ja. Und auch wenn Robin totalen Abfuck erzählt, ja, ist immer, denken die sich halt immer, ja, der ist für Deutschland, deswegen finde ich das auch noch ein bisschen gut, ja. Aber irgendwann, spätestens nachdem 90 Minuten rum sind dann alle irgendwie alle so ein bisschen so, ja, so verrückt. Ja, hallo. Aber ja, ich finde es ja auch lustig, Alter. Ich sage ja dann noch mal rum, was ist denn hier für Stimmung und so. Ja, ich sorge ja für Stimmung. Ich sag dann immer hier, wir sind noch nicht auf der Totenmesse oder so. Obwohl ich das ganze Konzept so lächerlich finde, dass überhaupt jemand den Bildschirm anschreit, seinen Fußballer, ja, mach mal hin, obwohl der das niemals hören kann. Und das nehme ich halt so ein bisschen auf die Schippe und das macht extrem viel Spaß, muss ich sagen. Und dann halt so dumme Parolen und Lieder und gelbe Karte, rote Karte, raus die Sau und wie die Scheiße alle heißt. Jetzt hast du ja gerade richtig viele Feinde gemacht. Ja, jetzt habe ich mir Feinde gemacht, aber das ist Spaß, das ist lustig. Das ist halt dieses Gemeinschaftsgefühl, was da halt also gefördert werden soll, ne? Dass du da halt einfach sitzen musst. Ja, na klar, aber trotzdem, da gibt es ja wirklich extrem viele. Alter, das kann man nicht erklären. Es gibt extrem viele, die das ernsthaft dann machen und ihre Fußballer da so anfeuern. Also direkt ansprechen und anfeuern. Ja, hier Ballack, mach mal hin. Obwohl Ballack das nicht hören kann. Ja. Und das halt, aber es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Spaß ist immer das Erste, was kommt. Achso, du wolltest die nächste Frage vorlesen von laut bitte. Paris 27. Ich lach mir wegen Sanjis Bild an der Wand immer einen ab. Haha. Ich auch. Deswegen hängt er da auch. Ich finde, Sanji an sich ist total lustig auf seine Art. Kennst du Sanji? Also du, ja, weißt, dass der da hängt, ja, aber. Ich kenne dieses Bild, ja. Ja, kennst du ihn auch über das Bild hinaus so? Er macht halt auch so YouTube-Videos und macht immer so, nee, nicht so, richtig, so lustige Konzepte und sagt er immer, er kündigt an, Videos zu machen. Ey, er macht immerhin Ankündigungsvideos. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich so ein Ankündigungs-Channel, wo nur Ankündigungsvideos hochkommen. Auf jeden Fall, ja, es wird mal Videos geben. Ja, wir wollen jetzt hier nicht Sanji haten. Wir haten nicht, wir machen nur. Sagen das Ding ist halt, Sanji ist halt einer von den Leuten, das ist halt so, also jetzt objektiv so wie alles, was ich von ihm gesehen habe, so ist halt so. Jetzt wird es interessant. Ja, ich muss die richtigen Worte finden, ohne dass es ist konstruktive Kritik, ne? Es kommt halt Prollo rüber, so, ne? Dieses typische, ich hab den, weiß ich nicht. Ja, aber Sanji kommt auch so rüber, als würde er das Video bis zu dieser Stelle niemals schauen. Also kannst du auch sagen, was du möchtest. Ja, es ist halt so. Ja. Ja, halt dieses typische Großstadt. Genau, dieses 0815 Prollo gehabt halt. Was ist aber auch, weiß ich nicht, zu. In der Jugend heutzutage. Ich habe noch eine Frage an euch, oder ob das jemand weiß, wie viele, als der Kanal gelöscht wurde, das erste Mal, wie groß der da war, wisst ihr das? Der war gar nicht so klein, der. Der hatte schon 42.000, 50.000. Hat schon an 50 gekratzt irgendwie, oder vielleicht. Die wurden ja von Simon Desue gehypt, aber damals auch richtig schlechte Bewertungen. Die waren ja dann immer auf der Startseite und dann hat hier Mr. Trashpack, yo, mega asoziales YouTuber-Verhalten, bla, in seiner krassen Show irgendwie gemacht. Und da wurden die auch schon ganz schön gehatet. Ich weiß auch nicht, wie das da genau zusammenkam, dass der Kanal gelöscht wurde. Ist auch nicht so wichtig. Jo. Aber was ich geil finde, Sanjis Female Boys heißt das Ding ja und Sanji ist halt so das Gesicht, aber er macht nie wirklich. Na, jetzt wäre er ja irgendwie nackig durch die Straße rennen, wenn Fabsen TV oder wie der heißt, irgendwie 10.000, also abonnieren. Alle übrigens abonnieren, die Woche ist eh schon. Willst du den Stuhlgang 42 noch vorlesen? Oh ja. Der ist nämlich sehr schön. Urin als Geschenk ist auf jeden Fall originell und individuell. Und der Kracher auf jeder Geburtstagsparty. Ja. Ja. Das habe ich auch gelernt. Ja, und? Das ist ja sehr gefreut, ne? Wir können ja ein großes Geheimnis draus machen, was Kalle dann als Revanche zu seinem Geburtstag von mir und Anna bekommen hat. Habe ich dir, glaube ich, erzählt. Ja. 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 Hast du? Ist eine gute Idee. Ja, ist eine richtig gute, ja. Richtig gute. Und das ist voll geheim, weil Kalle das peinlich ist. Das war eine richtig beschissene Idee. Ja, oh ja. Also, ja. Das hast du ja voll. Ja, also, egal. Ja, so lassen Geheimnis. Wir das einfach und weiter geht's. Ah, der Inventaser. Da hat nochmal kommentiert. Tolles Format, aber wöchentlich wäre schon etwas zu oft, meiner Meinung nach. Lieber monatlich. Gut, also haben wir uns eigentlich noch nicht festgelegt, wie oft wir das machen. Heute wollten wir das halt unbedingt nochmal machen, weil wir dachten, wir sind alle fünf am Start. Ja. Was nicht der Fall ist, aber wir haben ja dich. Du zählst ja doppelt und dreifach, also ist ja. Alles cool, oder? Wird sowieso besser, wenn man sich nicht an irgendwelche Normen halten muss, dass wir jetzt sagen, ey, wir bringen es jede Woche draußen so, sondern dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt Bock drauf, also machen wir es.
Ja. Also, wir machen das ganze Format ja eh so, hey, wir labern jetzt mal so ein bisschen. Ich will da gar nicht so, dass wir das so krass professionell machen. Otzi Schotzi hat nochmal kommentiert. Mir ist noch eine 0815 Frage eingefallen, die mich noch interessiert. Ist jemand von euch aus Überzeugung religiös, beziehungsweise was ist eure Meinung zur Religion? Interessante Frage. Margarete? Ich bin christlich. Aus Überzeugung oder aus Elternzwang? Aus Elternzwang. Deine Brust hat meinen Arm berührt schon. Nicht so groß. So. Also aus Elternzwang, ja? Ja. Ja, doch schon. Naja, wenn man halt so aufwächst, ne, dann ist es... Ja, das ist, ich glaube, das wird jetzt mit der Zeit auch echt immer weniger werden. Ich meine, Leute wie du, die zwar jetzt noch von den Eltern da reingezwängt wurden, werden aber ihre Kinder da nicht so... An sich ist es ja auf der einen Seite cool für die Kinder, um denen so Sachen zu erklären, aber auf der anderen Seite einem Kind zu erklären, ja, wenn du böse bist, kommst du in die Hölle oder sowas. Ja, so ist es ja nicht. Ja, aber weißt du, das... Für Julian hat das damals schon relativ gut erklärt, außer dass er mit seiner Bibelkunde. Nee, das nicht. Hat er gut erklärt. Als er gesagt hat, das ist so ähnlich wie bei Fußballvereinen, so, weißt du, so, da wird man halt reingeboren und so. Aber was halt natürlich Quatsch ist, dass man die andere Religion dann automatisch scheiße findet, das ist Quatsch. Also das ist bei vielen fundamentalen Muslimen so, aber. Wo ich gerade fundamentalen Muslimen gucke, weil der Chef hat mich gerade angeguckt. Zufall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Digga. Auf jeden Fall. Ey, du sagst es so oft zur Zeit, dieses auf jeden Fall. Das ist aus diesem. Auf jeden Fall. Das ist Christoph Kraft, genau wie Alter. Ja, wisst, was ich meine. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass Religion auf jeden Fall. Das kann man sich, wie gesagt, das ist halt wie Fußball. Also, ich bin auch kein Fußballfan, aber mag auch mal was anderes, aber das Prinzip. Ich denke, man sollte sich mal mit befassen, halt, dann kann man es ja wieder lassen. Also ich denke, so ein bisschen auskennen sollte man sich schon. Also ich habe mir jetzt. Okay, ich sag du erst. Ich wollte nur direkt auf sie eingehen. Ja, was ich aber. Weil das manche als verwerflich darstellen, wenn man sich mit der Geschichte von Christus oder so nicht auskennt. Das finde ich total spannend. Das meine ich ja damit nicht. Ja, weil das auch im Fernsehen und so, also. Ich weiß nicht, wo es war, irgendwie so, wo Leute auf der Straße gefragt werden und bloßgestellt werden, weil sie nichts wissen. Und dann wird halt irgendwas über Jesus erzählt, ja. Was mir halt auch, was das muss ja man nicht, was mich auch daran stört. Weil ich halt immer sage, so, man soll machen, worauf man Bock hat. Und wenn man Bock auf, also wenn man Bock hat, an Christus zu glauben, glaub an Christus. Alter Christus, ich hab keinen Bock auf dich. Also ich finde sowas auch, ehrlich gesagt, ein bisschen faszinierend, dass man halt so, so, sag mal, so fest durch die richtigen Leute, die richtig fest an solche, weiß nicht, an höhere Leute glauben oder sowas. Das ist halt schon ein bisschen faszinierend, aber ich finde. Es ist faszinierend. Ich find, aber vor allem die Naturwissenschaft hat heutzutage so viel ausgehebelt und da müsste eigentlich jedem klar sein, dass. Ja, das hallo, du kannst es nicht wissen. Ja, also wie gesagt. Ich komme gerade nicht drauf. Wie heißt das, wenn man beides nicht nachweisen kann? Verdammt, mein Wortschatz. Ja. Also ich finde die Idee von Gott nicht schlecht und ich glaube, jeder kann sich da ein eigenes Bild von machen. Gibt es Gott? Wie sieht er aus? Also wenn ich jetzt sage, Gott ist, was auch immer, man braucht dafür einmal keine Religion und das Zeug, das in der Bibel steht, das kann man sich ja auch durchlesen und so darin irgendwie draus lernen oder das auf eigene Lebenssituationen projizieren und denken, boah, der hat ja so und so gehandelt, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Aber das ist ja auch wieder so ein Problem, dass da vieles so Interpretationssache ist. Das ist ja, aber wenn es einem selbst hilft, kann man es so interpretieren, wie man will. Das ist ja, glaube ich, auch der gute Wille in der Bibel, dass es irgendwie Leuten auch helfen kann oder also helfen soll, ich weiß es ja nicht. Also man Fazit, jeder kann an das glauben, an was er will. Ja, man muss sich ja nicht unbedingt in eine Religion einordnen, solange man seinen eigenen Glauben da irgendwie entwickelt hat. Oder sein und kann sich da einordnen. Also ich finde, das Wichtigste an Religion ist ja, dass es so die Menschen untereinander friedlich halten soll. Und ja. Ja, und deswegen ist das ja so absurd, dass manche die Religion so fanatisch ausleben. Ich meine, die können ja rein interpretieren, was sie wollen, aber solange das... Ich darf jetzt nicht so laut reden. Das kommt auch schon ganz eng. Ja, nee, solange das jemand anderem nicht schadet, ist das ja alles cool, aber sobald es passiert, das finde ich auf jeden Fall nicht mehr cool. So, also ich habe gar nichts mit Religion am Hut. Du bist, glaube ich, ein bisschen reingeboren oder Anna ist so ein bisschen religiös. Ich habe mich dann rausgeschnitzelt und dann sind wir nochmal neu überdacht. Ich finde auch, Religionen sagen nichts über den Menschen aus. Ich finde, es gibt heutzutage gar nicht mehr religiös, nicht religiös, arm, reich, sondern es gibt nur noch dumm und nicht mehr dumm, ohne Spaß. Also, aber jetzt wird es wieder arrogant, Junge. Nee, es ist für mich ist Gott... Scheißerei, es ist halt ja, so. Ich bin voll nicht an deinem Thema dran. Ich denke eigentlich nur mein eigenes, egal. Also für mich Gott nicht, was es gibt, sondern halt eine Idee.
Und da kann man sich ja nicht drum streiten, ob es das gibt oder nicht. Katsching. Ja, und Daniel ist Buddhist, der pilgert jedes Jahr nach China auf den Mount Everest und betet da. Und wäscht sich im Ganges. Die Schweden haben sich sogar Mount Everest geklaut, also kopiert, in Land gebaut. Ja, ich wollte ein bisschen dünnes labern, Mann. So. Ich glaube, das war's mit ihm. Dann haben wir noch eine Frage von FFX. Ich hoffe, das steht für Final Fantasy X. Dann gibt's eine Faust für dich. Ja, und dann geht's weiter mit I, V und so weiter. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Golfin am Ende. Ein Vorschlag für Let's Do It. Das sollte nur Do It, nicht Let's Do It heißen. Es gibt diese Apple Laptop Fernbedienungen, die mit jedem Apple Notebook funktionieren. Ohne das, da kenne ich mich schon gar nicht aus. Ey. Man vorher was konfigurieren muss, solange man das an seinem Notebook nicht extra einstellt. Also quasi wie mit der Fernbedienung, als ich schon... Bei dem TV begann oder was? Ja, so ähnlich. Man kann das dann irgendwie steuern. Also ich muss sagen, mit Apple kenne ich mich nicht so aus. Die technische Revolution ist mir an mir ein bisschen vorbeigegangen. Ja, kann man vielleicht machen. Aber schickt uns eine Fernbedienung. Ja, bei der Fernbedienung war das so ein cooler Fan. Hat uns zufällig das einfach zugeschickt. Und daraufhin ist das Video entstanden. Das war nicht so, dass wir jetzt das vorhatten. Das hat sich einfach ergeben. Dann Orange Just Do It. Ein guter Mann, der kommentiert sehr oft. Danke, dass ihr meine Frage mit ins Video genommen und beantwortet habt. Ihr macht echt einen sympathischen Eindruck auf mich und seid nach meinem Schneid und Geschmack. Viele Grüße. Nächstes Mal schreibe ich vielleicht auch einen Kommentar, der bei euch Anklang findet. Ach ja, und mir fällt gerade auch schon die Frage ein. Kennt ihr Mr. Technical Difficult mit seinen Pranks auf Chatroulette? Wenn ja, wie findet ihr seine Videos und wie er da mit den Leuten umgeht? Ich kenne den nicht. Ganz sorry. Also ich kenne so ein paar Chatroulette-Pranks, aber ich glaube, die sind nicht von dem so... Ich mag den Klaviertypen. Klar. Kennst du Mr. Technical Difficult mit Chatroulette-Pranks? Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, der macht die, glaube ich, immer dumm so. Er sagt, wie wir das finden, wie der mit den umgeht. Das klingt schon wie. Also wahrscheinlich ist er zu asozial oder so. Der ist eigentlich. Aber das ist nicht der Typ, der die den Heiratsantrag gemacht hat, oder? Weil das ist ein ziemlich cooles Video. Nee. Das war, glaube ich, auch so ein One-Clip. Und so auf jeden Fall der Typ auf jeden Fall. Der ist immer ziemlich asozial. Aber finde ich eigentlich lustig, weil. Was heißt asozial? Also es ist halt, weißt du? Ich finde es halt auch asozial, kann halt auch lustig sein, wenn du es halt nicht ernst nimmst. So. Der Typ läuft da nicht wirklich rum und die Sachen, die der sagt, die meint er nicht wirklich so. Ja? Der macht das für sein Entertainment. Ne? Das ist halt immer das, was ihr euch da so im Kopf behalten müsst. So, ne? Und ich finde, wenn das auch Spaß macht, dann ist das okay. Auch. Also ich finde es auch, wie gesagt, das ist das gleiche wie mit diesem Hitler-Ding. Ja? Wenn man das auch Spaß macht, ist es okay. Finde ich. Mr. Killer-Seife. Jetzt wird's interessant. Aha. Robin, welche Art Kommentare löscht du unter den Videos und warum? So, eigentlich werden bei uns nie Kommentare gelöscht. Ich habe nur ein paar Kommentare gelöscht, die eine gewisse Sache gespoilert haben, von denen alle wissen, was es ist, wenn ich das jetzt sage. Und alle, die es nicht wissen, werden es früher oder später erfahren. Aber da keiner gespoilert werden soll, musste ich da leider die Zensurmaschinerie ankurbeln. Jetzt kommt's interessant, Kalle, jetzt kommt's interessant. 82, wenn der wirklich 82 geboren ist, ist ein cooler Zuschauer, dann ist er ganz schön alt. Und zwar Brack 82. Scheiß auf berufliche Perspektiven, ihr seid ja nicht mehr 30. Der Part des Videos war echt ein Downer. Ja, Stefan Tetzlaff. Hä? Oder soll ich das jetzt zensieren, Kalle Falstedt? Hä, wie jetzt? Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, was du mit mir zu tun hast. Na, weil du so gesagt hast, ja, let's face it, es geht ums Geld. Okay. Weißt du? Also denke ich mal, dass es daran liegt, weil ich habe ja nichts Interessantes gesagt. Gesundheit. Kann ich das nochmal hören, Alter? Was? Kann ich das nochmal hören? Scheiß auf berufliche Perspektiven. Ihr seid ja noch nicht einmal 30. Der Part des Videos war echt ein Downer. Hä? Geht's da echt um mich? Weil ich finde das eigentlich auch so. Also ich habe auch noch Bock, mein Leben zu genießen, bis ich, keine Ahnung. Also vielleicht kannst du auch ein bisschen... Ich mache mein Studium, die ernsteste Sache, die ich zurzeit mache, ist mein Studium. Und das mache ich echt nebenbei so. Also richtig nebenbei. Ich lasse das komplett schleifen so zur Zeit und mache echt nur das Nötigste so dafür. Also ich habe auch keinen Bock, mich da irgendwo schon fest zu, weißt du schon, und so. Ja, es kam vielleicht ein bisschen anders rüber, als es vielleicht dabei war. Auf jeden Fall, du machst Schule, ihr habt ja eh
Chillung und so. Und ich du bist bei der Küchenschlau. Ich fehl's hier gerade nur einen Tag hinein. Das ist ziemlich geil, ich meine. Schneiden, cutten. Was das Zeug hält. Das ist auf jeden Fall fett, mal ja, so nach Schultrott und so. Also, das kann nur an dich gehen, tut mir leid. Nee, ich glaube, das geht mir so in dieses, weil es beim letzten Mal aufkam und dann hieß es, Stift hat auch so gesagt, wir haben dann immer schon mal. Ja, gut, dann schieben wir es einfach auf den. Stift ist übrigens genau. Daniel, du bist, glaube ich, der Einzige, der ihn noch Stift nennt. Ja. Stift, er war früher Kackstift und ist dann aufgelevelt zum Azumi-Stift und dann war er nur noch Stift. Das ist ganz, auch ganz aufgelevelt. Das war ziemlich lustig. Fett die Pi gesammelt. Ja, ich nenne ihn mittlerweile, glaube ich, auch nur noch Daniel. Ja, Mann. Aber es ist, glaube ich, auch nicht so. Ist eher halb ernst gemeint, so der Punkt. Ja. Was passiert, wenn ein Mitglied eures glorreichen Kollektivs die Segel streichen muss? Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich ja eigentlich gut aus mit so Sprichwörtern, aber heißt das sterben oder heißt das aufhören mit irgendwas? Ich glaube eher aufhören. Die Segel streichen. Ja, das heißt eher gehen oder was Neues anfangen oder Familie gründen. Also ich muss halt wie gesagt aufpassen, dass ich nicht rausfliege. Ja, gestern war es nämlich echt. Also echt, ich könnte eigentlich jeden sofort ersetzen. Eigentlich ist es wie Mafia, also wer rausgeht, stirbt. Stimmt. Und es werden auch keine Worte darüber verloren, über den Nosferatu. Es gab hier mal einen Mitrapp. Was gab's? Nix, gibt keins. Auf jeden Fall eigentlich. Auf jeden so. Fall. Alter. Nee, Fall, kurz die Anekdote noch. Gestern wollten wir filmen. Oh, ich zeige euch die falsche Person. Gestern wollten wir filmen und dann ist der einfach heimgegangen, weil er Kopfweh hat. Scheiße. Man muss dazu sagen. Kopfaua. Man muss dazu sagen, der hat immer so seine Migräneanfälle oder was auch immer. Migräne. Ja, ich Tage habe. Ja, na, keine Ahnung. Da ist er einfach heim. Wir wollten Ninja filmen, das Video jetzt zu spät kommt, tja, sein Problem. Das ist alles YouTube Money, die Klicken geht. Das muss ich dann aufzahlen. Zwei Clips haben wir gefilmt. Und dann hat so eine Frau verhindert, dass es zu einem cooleren Clip kam. Ja. Yes. So. Ja. Ja, was würde da passieren eigentlich nicht so? Bis jetzt ist sowas nicht passiert, also. Wir sind ja. Wenn ich wegfalle, wenn ich sterbe, wenn ich meine Segel streiche. Ich sag immer, er soll mir das Passwort vom Kanal geben. Nee, damit ich das Abschiedsvideo hochladen kann. Dann schneidest du die Videos in deinem Randstil, Alter. Wie auf deinem Kanal. Dann geht das drauf auf Herodes Arm noch weiter. Mit 54 Abonnenten da wird er richtig Hallo, 58, du Assi. The Mario Keks. Nutzt du einen High-End-Rechner zum Videoschneiden? Nein. So ein billig Ding, Medion, glaube ich, ist die Firma, von Saturn, 1000 Euro oder was der damals gekostet hat. Welches Programm benutzt du? Sony Vegas 10. Gekauft. Tortenguss. Hättest du nicht mal Lust, in das grüne Herz Deutschlands Meiningen zu kommen und dort ein bisschen die Crowd zu bewursteln? Das war ein lustiger Kommentar, den habe ich noch hier mit reingenommen, weil wieder 3-4 Leute geschrieben haben, kommt mal dahin. Aber das grüne Herz, Meiningen, oder? Weimar ist doch das grüne Herz, also Thüringen an sich, oder? Ja, für nächste Woche, nein. Oh, dann kommt gleich der letzte Kanal, der letzte Kommentar. Willst du Einfluss haben, kauf dir einen Sklaven. Ja, wir sind da nicht so hinterher, in 1000 Städte zu fahren, wenn dann wirklich nur unsere große. Das haben wir auch im letzten Video schon angerissen und ja, es ist halt schwer, auch alle zusammenzukriegen und da Daniel unser Fahrer meistens ist und so. Es ist nicht so leicht, dass wir jedes Wochenende in eine andere Stadt fahren können oder so. Hört euch mal, da gibt es so ein Lied von Trailer Park. Ja. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Das ist übrigens immer noch das Gleiche wie beim letzten Mal. Erkenschwick. Ja, war ein Witz jetzt, oder was? Ja. Wurde jetzt so lustig. Warte mal, lustig. Oh, haha. Weil so. Dieser besser Spruch, der hat mich echt aus der Bahn geworfen. Der hat dich aus der Bahn geworfen? Ach, der war ja ganz am Anfang. Scheiße. Ey, wenn jetzt wieder die Leute schreiben, warum du so down warst, da wissen sie es jetzt wenigstens gleich. So, der letzte deutsche Kommentar von Fratzenknaller. Für diesen Kanal wird das neue YouTube One Channel Layout verwendet. Weitere Informationen zum Design, bla bla bla. Warum verwenden alle dieses neue, blöde Design? Ich persönlich finde das alte viel besser und übersichtlicher. Wie seht ihr das? MFG. Ist immer so, oder? Ja. Immer bei einer Änderung. Eine Veränderung sind wir erstmal ja, irgendwie alles, negativ. Was Neues ist erstmal schlecht ja. Oder wird geskeptet. Also, ich behalte mein altes Design so lange, bis ich das neue verwenden muss. Ja, das wollte aber ich ja gerade sagen. Früher oder später muss jeder dieses Kanaldesign nehmen. Und da habe ich mich für früher entschieden, weil ich da mehr Zeit hatte, noch das Channel-Design zu machen und bla bla bla. Also, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, das Neue, da kann man die Playlisten ganz cool anordnen,
nur halt, wie du es designen kannst. Das sieht hässlich aus. Du kannst nur noch oben den Banner machen, das ist wirklich kacke, aber sonst finde ich das gar nicht so schlimm. Oder? Ansonsten wäre es das gewesen mit den ganzen deutschen Fragen. Und das letzte Mal haben wir Penis gesagt. Was verabschiedet dich doch jetzt mal? Du hast am wenigsten gesagt, ich meine, du gehörst ja auch nicht offiziell dazu, du bist ja nur hier, um gut auszusehen, ja, oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie nicht vertreten? Ja, nee. Schick die doch jetzt mal gesalbt in den Tag. Oder in die Nacht. Oder in die Nacht. Oder in den Vormittag. In den Morgen. Ja. Oder vorm Sportunterricht, in den Sportunterricht. Schon wieder vergessen, ne? Ihr seid so schlechte Fans. Der eine konnte seinen Sport unterrichten. Du musstest zum Sport unterrichten. Ach so. Jetzt! Oh. Ich hab dich lieb. Penis. Okay. Maggie, ein paar tröstende Worte. Spontan. Schwer. Ich habe keine Ahnung. Oh, schwer. Das Video war jetzt echt ein Downer. Es ist schwer, uns zu verabschieden. Ich bin genauso schlecht wie du bei diesem. Ich bin nicht schlecht. Ich kann dir eine Verabschiedung vom Stapel starten lassen, aber ich habe ja echt viel geredet. Ich habe ja auch noch dazu vorgelesen. Ich will ja mich immer nicht so an den Mittelpunkt pressen. Deswegen wollte ich dir jetzt nochmal die Bühne der Aufmerksamkeit offerieren. Aber wenn du das nicht möchtest. Also ich könnte jetzt eigentlich ausmachen. Jo. Kommt nichts mehr. Aber mach noch die ab. Ey, nicht, du bist doch. Ich hab's jetzt gerade schon ausgeschnitten. Penis! Nein, es geht noch weiter. Penis. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. So, let's do the English part. Hello, hello everybody. Let's do the English part here with Maggie. So, hi. Yeah, she's so. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was Vertretung heißt. Yeah. Stand you in front. Hi. Anna is not here and Daniel isn't here neither, and that's why here is Maggie for your entertainment. There was a comment about our lack of female friends and lovers by clever DJ whatever. You should find more female friends and lovers to be in this video because titties always sell. So, here you go. Ja, ja. Ja. Ja, it was planned that we're here, all the five of us, but Daniel is sick and Anna is sick too, or whatever. So that's why here is Maggie for you. Yeah. Fucking hell. Nee, Brian Bendont asks, fucking hell, why so long? Yeah. It's so long because we were talking so long, but the English part wasn't that long. Do you have to post more comments and questions that we can discuss? To make it longer. Yeah. to make it even longer. Get more questions like that. No, the English part was like 20 minutes long or something like that. Yeah. The Germans are way more active when it comes to posting comments. Yeah. So, do it. Yeah, mach mal das hier. Yeah. What's our favorite food? We have a favorite food. Yeah, we're here in the Munzur kebab house. Yeah. Everyone's favorite döner. Kebab. Kebab. We're eating kebab. It's so called döner. Döner. Yeah. So yeah. For me, actually, I don't really have a favorite food. I just eat almost everything. Unless it's not shit or something like that, but I think I would even try shit, you know, just to... For fun or for money or for a video? No, just, you know, to try it. I mean, just to you don't know for if free. It's bad. You don't know if it's bad until you okay, taste it. If I put a nasty turd here on the table, you would eat it. Yeah. Maybe. We'll see. No, we always try to keep it a little bit classy, you know. Yeah. I like Spargel. Spargel makes your Spargel and Sauerkraut. Spargel makes your urine taste like shit. Like shit, yeah. Actually, yeah, it is. So here in Germany they call it Entschlacken. Very stupid. So there's another question. Favorite YouTubers.
Yeah, those questions were asked under the last video, but I decided to put them here because we already recorded and those questions didn't make it. Yeah, our favorite YouTubers. Your favorite YouTubers. English ones. My? Yeah. What do you got there? Okay. My number one favorite YouTuber is John Lajoie, just because of his sexual name. He doesn't upload videos that often, but when he does, it's always, always good. Yeah, and he also is a pretty amazing guy from what I can tell from his posts on Facebook and stuff like that. And yeah, and other YouTubers are just German ones, I think. Maybe simple pickup, Americans, but I don't like their latest videos. Yeah, and Giga, of course, but those channels are German, and yeah, you don't know them. Yeah, so there are a couple of, actually there ain't a couple, there are a lot of good YouTubers. Actually, the pranks, I like a lot of pranks on YouTube, but of course, Remy Gaillard, il est le maître, le patron. The person, Remy Gaillard, is just a cool person at all. Yeah, so. But I think he has changed a little bit over the last year. Yeah, but because of the money. He's always saying, yeah, it doesn't matter, it's still a cool guy and stuff. But I don't think it's that cool because he started posting stuff like retweet this picture 20,000 times and I will post a new video. And but the video was still fucking hilarious. So. Yeah, but it's kind of a sellout to me. Yeah, it is, but I don't care because he's just a cool guy. You know, I saw a lot of videos around just this YouTube channel on some documentaries and stuff, but he's just a cool guy, you know. You know, that's a guy you want to have as a father or something like that. What do you got there? Some German YouTubers. Yeah. I just subscribed to Roman Atwood lately. He's a pretty cool prankster. Yeah. Many creative ideas. Some cool pranks with the police. Yeah. Simple, but pretty cool. Yeah. I wanted to add that the channel Giga, because the English subscribers may not know, they are our friends in real life, and it's not like we have a contract with them or stuff like that. And we really like their channel, and we don't post videos on this channel because we want to get fame or stuff like that. It's just, yeah, part of our friendship and supporting each other a bit. But yeah, it's not the main. The main reason is not to get fame or stuff like that, yeah. So, what's your favorite YouTuber, Maggie? Yeah, TV. I'm not sure. Ach, man. Es tut mir leid, aber für das ich wär doch riesig nicht. Doch. Mhm. Doch. Ja, so, your favorite YouTubers. Ja, der... I can't speak English. Sorry. You're so lame, dude. Okay. There are so many Germans. I don't know about English ones. You don't have any English. I have, but I can't remember. Okay, so they are not your favorite ones. Yes. I can tell. Mr. Bang. A Banker Cat won. Holy shit, my question was answered. I can't remember that. That's pretty sweet. Another question. Would you ever consider coming to the US? To USA. To the USA. Yeah. Also, I'd like a dildo slap. I would love to visit San Francisco, Los Angeles, or New York, or all of them. And I would really love to visit America because many comments say, yeah, do that stuff in America and you would get shot immediately and stuff like that, you know, get punched in the face, and I would just do it just to prove them wrong, yeah. And even if I get punched in the face or get shot, it just makes the video more hilarious.
Yeah. Would you like to visit America? Yeah, of course, America's cool. Yeah, but my top list, the first on my list would be Japan, definitely. And I think if we would do a public prank compilation in Tokyo, we would get the best reactions ever. Maybe not in Tokyo, but in the suburbs of Tokyo. Because in the main city, it may be too usual to see crazy shit like we do. Yeah, there was another question, but I can't find it. So, do you have any Hill thing? Philippines, the Philippines. You. I did it! I found it. Craft, will you do more prank compilations or more games in real life? Last question for today. It depends on what we want to do. Okay, it's planned to do a prank compilation in Amsterdam and Rome. Maybe Amsterdam first. Amsterdam! Yeah, games in real life, of course, we will do them too. The next one will be... I don't know. planned as Hitman and GTA. Of course, GTA. GTA 5. Maybe Watch Dogs, but I can't think of too many ideas. And I also would like to do a Zelda prank. Legend of Zelda. But maybe. It's my favorite video game series. Yes. By the way. My German English is yeah. We are the masteries. We can do everything. For example, being Spider-Man. Yeah, that was our last question for today. Yeah, if you want to have a longer English part, you have to post more questions. Post more comments. Post into more the comment section. Into the comments. More questions. Do what you like. Yeah. Just do what you like, man. And posting more comments. You don't even have to listen to me. Yeah. Just do what you like. Of course, do what you like. But I just don't complain if you want a longer version, but you didn't post a question or something. Penis. If it's too short, you can watch it twice. So, dildo. Here. Hey, wave the dildo sword. Let's all game with of Maggie. Be sexual, yeah. So that's the sex. What? Jetzt musst du ja Entertainment machen. Das ist dein Shot, das Video keiner. Ich glaube so. Das war jetzt kein Entertainment. Oh yeah. Wir machen die Box, du tanzt. Ich glaube nicht. Oh yeah. Ja, genau. Lehn dich so nach vorne, dass man in den Ausschnitt reinkriegen kann. Oh yeah. Bau, bau. Reingehitler.